Hallo und herzlich willkommen zu Home with Olympus, eine Sendereihe mit kleinen Ideen und Beiträgen für das Fotografieren zu Hause, wenn man mal nicht raus kann oder möchte. Wir bewegen uns heute thematisch ein bisschen an der Schnittkante zwischen Fotografie und Film. Und zwar wollen wir sogenannte Stop-Motion-Filme machen. Ihr habt das bestimmt schon mal in der Vergangenheit gesehen. Das sind Filme, wo man lauter Bilder einzeln macht und die werden nachher in der Kombination hintereinander zu einem kleinen Film. Ich benutze heute eine Olympus OMD EM1 Mark III und die hat die Möglichkeit sogenannter Intervallaufnahmen. Intervallaufnahmen heißt einfach, die Kamera löst in einem vordefinierten Raster immer wieder aus. Und zwischen den Auslösungen kann ich die Szenerie, die ich zeigen möchte, verändern. Und dann hat die Kamera noch eine besondere Funktion. Sie kann nämlich diese einzelnen Fotos, die gemacht werden, zusammenrechnen direkt zu einem Film. Wer diese Kamera nicht hat, kann sich behelfen, indem er manuell die Kamera auslöst und er kann sich behelfen, indem er die einzelnen Fotos nachher in einem entsprechenden Programm zu einem Video zusammensetzt. Ich mache mir heute mit der OMD EM1 Mark III einfach, weil die das aus der Kamera heraus kann. Was ist die Idee für meinen kleinen Film? Ich habe natürlich, um dem Fotothema gerecht zu werden, mir einen Fotografen besorgt hier und der fotografiert hier vorne ein kleines Paar. Und damit das Ganze eine kleine lustige Geschichte wird, habe ich mir überlegt, der will die gerade fotografieren. Eine Kuh kommt rein, schaut zum Fotografen und verdirbt ihm das Bild. Und läuft dann wieder raus. Um das Ganze möglichst auch nett aussehen zu lassen, habe ich auf den Tisch hier einen grünen Billigteppich gelegt. Da könnte man wahrscheinlich einfach auch eine grüne Tischdecke hinlegen. Wir müssen ja nicht fotorealistisch sein. Und ich habe mir nach hinten weg einen Ausdruck oder zwei Ausdrucke von einem Himmel hingestellt, sodass diese Szenerie hinten auch Himmel im Hintergrund hat. Noch ein bisschen zur Technik. Ich habe ein 40-150 mm Objektiv an der Kamera. Wir benutzen eine Blende 10 und manuelle Einstellungen. Manuelle Einstellungen deswegen sowohl im Autofokus als auch in den Belichtungseinstellungen, damit zwischen den Bildern sich daran nichts verändert, dass also die Schärfe woanders hinwandert oder die Belichtung der Bilder sich ändert, was dann nachher zu Helligkeitssprüngen führen würde. Die verwendete Blende 10 sorgt dafür, dass hier vorne meine Szenerie scharf ist. Nach hinten weg, ihr seht aber, habe ich einen großen Abstand zu dem Hintergrund, wird der Hintergrund leicht unscharf, trotz der Blende 10. Das ist ganz gut, damit es noch natürlicher aussieht und dass man nicht sieht, dass hier hinten tatsächlich eigentlich nur Fotos stehen. In der Kamera mache ich folgende Einstellungen. Ich gehe in das Menü der Intervallaufnahmen, wähle eine Startzeit, ein Startintervall, das heißt in dem Fall hier 11 Sekunden. Das gibt mir die Zeit, nach Auslösung der Kamera ans Set zu gehen. Und ich wähle dann die Intervallzeit, entscheide mich hier für 4 Sekunden, damit ich zwischen jeder Bewegung, die ich im Set machen muss, 4 Sekunden Zeit habe, um reinzugreifen, das Ganze hinzustellen und wieder rauszukommen. Dann gibt es noch die Einstellung der Framerate, das heißt, wie viele Bilder pro Sekunde werden nachher in meinem Film gezeigt. Da würde man heute typischerweise 25, 29, 30 Frames per Second, die man vom Fernsehen gewohnt ist, verwenden. Bedeutet aber auch, ich muss 30, im schlimmsten Fall 30 einzelne Aufnahmen machen, um eine Sekunde Film zu erzeugen. Erstens ist das nachher eine ziemlich mühsame Angelegenheit, führt aber auch dazu, dass ich sehr, sehr kleine Bewegungen mit meinen Figürchen am Set machen muss. Und ich empfehle daher eher eine Framerate von 10 oder 15. Das mag dann ein kleines bisschen einen etwas wackeligen Look geben, aber das passt zu dem, was wir hier machen. Erinnert so ein bisschen an die Frühzeit des Kinos. Aus der Kombination von Framerate und der gewählten Anzahl von Fotos, die man auch einstellen kann, kann man sich im Vorfeld schon errechnen, wie lang die Sequenz sein wird. Wenn ich mir also 80 Bilder vorprogrammiere, die gemacht werden sollen, oder sagen wir mal 90 durch 15 Bilder pro Sekunde, ergibt das nachher 6 Sekunden Film. Und für so eine kleine Szene müsste das so Pi mal Daumen funktionieren. Ich kann sowieso, wenn ich fertig bin, jederzeit einfach wieder stoppen, die Aufnahme und dann nicht verwendete oder nicht benötigte Frames hinten gar nicht erst machen.
Ich würde sagen, ich mache mal so eine Sequenz. Ihr könnt mir dabei zusehen und dann gucken wir uns das Ergebnis an. So, Film ist im Kasten. Hier ist das Ergebnis. Die Kuh kommt reingelaufen, guckt zwischen den beiden Männchen durch und in dem Moment, wo der Fotograf sein Foto macht, verdirbt sie ihm das Bild und läuft dann wieder ganz zufrieden aus dem Foto raus. Ihr habt gesehen, wie ich den simulierten Blitz des Fotografen gemacht habe. Ich habe einfach einen weißen Karton kurz in das Bild gehalten für zwei Bilder, sodass man den Eindruck hat, okay, da ging der Blitz los. Das ist also ein kleiner Gag noch hier drin. Und jetzt könnte man natürlich noch Folgendes machen, wenn ich dieses Video dann doch in ein kleines Videobearbeitungsprogramm, was eigentlich heute auf jedem Rechner vorhanden ist, ziehe, dann würde ich hinten rein noch das Ergebnisfoto dran schneiden, dieses Paares, damit man sieht, was das Foto nachher geworden ist und kann dann auch noch drüber schreiben, The End oder so. Also, oder man legt Filter drauf, lässt das Ganze irgendwie ein bisschen antik erscheinen. Solche Sachen kann man übrigens sogar auch in Apps mittlerweile machen. Also da werdet ihr viel Spaß haben, euch noch kreativ auszutoben, was man damit alles so machen kann. Ja, das zu dieser Idee. Wem das hier zu kindlich ist und einfach nur mal sich mit Zeitraffern beschäftigen möchte, auch noch den Tipp. Zeitraffer sind eine faszinierende Sache, speziell wenn man sie relativ lange über den Tag laufen lässt, weil man plötzlich bemerkt, was sich alles so bewegt. Ein klassisches Motiv sind zum Beispiel Blumensträuße, Tulpensträuße. Denen sieht man das gar nicht an, weil die Bewegung so langsam ist. Aber die wachsen, die bewegen sich, richten sich nach dem Sonnenlicht aus. Immer ein Hingucker, sowas zu machen. Oder man kann einfach mal über einen Tag dokumentieren, wie das Licht in einem Raum sich verändert. Also ihr habt da bestimmt auch Ideen, was man alles so machen kann. Das Schöne ist halt, dass man das alles vorprogrammieren kann, dass die Olympus einem hilft zu kalkulieren, wie lang das Endergebnis sein wird. Und zum Schluss noch einen Tipp. Die EM1 Mark III hat jetzt eine Besonderheit. Man kann sie nämlich über die USB-Buchse mit einer Powerbank mit Strom versorgen. Und das ist eine Funktion, die bei solch langen Zeitraffern sehr interessant ist. Denn wenn ihr einen ganzen Tag lang einen Zeitraffer machen wollt, dann ist die Kamera plus minus 12 Stunden an und da können unter Umständen die Akkus dann nicht mehr mitspielen. Durch so eine externe Stromversorgung, die auch mobil ist, auch da, wo keine Steckdose ist, habt ihr genügend Saft, um einen Zeitraffer auch über solche lange Zeiten laufen zu lassen. Ja, von daher hoffe ich, habe ich euch wieder eine Inspiration für das Fotografieren zu Hause geben können und dass ihr jetzt selber loslegt mit solchen Projekten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald mal wieder bei Home with Olympus. Ciao.